machst du in meinem Büro? Oh, André, das ist ja komisch, dich hier anzutreffen. Ich glaube, wir hatten heute einen Termin. Wir wollten irgendein... Moment, was wollten wir heute eigentlich noch? Wir wollten noch irgendeinen... Lass mich mal überlegen. Aber es ging, glaube ich, um Linux, ne? Kann das sein? Linux, gutes Stichwort. Wir haben ja dieses Jahr die 21. Kilo Open Source und Linux Tage. Richtig. Und dazu wollen wir ein bisschen was erzählen. Genau, jetzt muss ich mal ganz tief in mich gehen. Und zwar, wann waren die noch? Ach ja, sie waren vom 14. bis zum 16. September, das stimmt, richtig? Das stimmt, wieder im September dieses Jahr. Und genau. Wir haben ja quasi 2,5 Tage Programm. Also der Donnerstag, das ist der erste Tag, da haben wir unseren Aufbautag und gleichzeitig noch unseren Linux Presentation Day. Da geht es eher um Einsteigerthemen, da haben wir einsteigerfreundliche Themen in, ich glaube, 3-4 Vorträgen. Und ja, dann haben wir noch die beiden anderen Tage. Ne? Richtig, dann haben wir noch, neben dem Donnerstag haben wir natürlich auch den Freitag und den Samstag, also sagenhaft, was wir da so hinbekommen. Am Freitag ist es so, dass wir, hattest du das gerade, Hauke, genannt? Soll ich sagen, was Freitag ist? Wir haben uns so gut abgesprochen, genau, das merkt man sofort. Ich sage Freitag, also Freitag haben wir wieder Workshops und auch Veranstaltungen und Vorträge. Dann haben wir freitags abends eine Tombola und dann kommt das Highlight, was ist abends noch, Hauke? Wir haben noch das Grillen. Wir werden wieder grillen. Bei dem Wetter, was man jetzt zwar so nicht sehen kann, aber es regnet mal wieder bei uns, also Regen gibt es häufig. Wenn das Wetter das überhaupt irgendwie zulässt, dann werden wir auch noch grillen und an dem Freitag und dem Samstag haben wir auch noch eine Ausstellung. Die ist dieses Jahr, glaube ich, sogar größer, als wir sie in der ganzen Geschichte jemals zuvor hatten. Richtig. Und dazu muss ich sagen, wir haben wieder ganz viele Sponsoren an Bord, die dieses tolle Event möglich machen. Also Sponsoren, herzlichen Dank dafür, dass ihr die Kieler Open Source und Linux Tage dieses Jahr wieder so bombastisch unterstützt. Und natürlich auch ein großes Dank an die Kilux, an das Kilux Orga Team. Hauke, stellvertretend an dich und Maren. Ja. Danke, dass ihr das so toll rockt. Ja. Und ich würde mal sagen, wir erzählen mal weiter. Danke natürlich zurück an das Kids, was uns ja seit 21 Jahren, so lange ist es wirklich schon her, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ohne euch geht das natürlich auch nicht. Also danke an dich persönlich und an alle anderen hier aus dem Kids, die das auch weiter möglich machen. Und danke an die Community. Ne? Danke, dass ihr auch schon so viele Jahre mit dabei seid, dass ihr uns mit unterstützt, dass ihr Linux und Open Source die Stange haltet. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zurück zum Programm. Was ist Samstag, Hauke? Samstag haben wir wiederum Ausstellungen. Wir haben wieder tolle Workshops und Vorträge. Und wir haben auch noch ein Frühstück am... jetzt muss ich überlegen, dass es auch richtig ist. Der Software Freedom Day. Denn das ist das Software Freedom Frühstück, was wir dort feiern. Bei halbwegs gutem Wetter machen wir das Ganze im Zelt. Ansonsten gibt es natürlich auch hier im Gebäude Möglichkeiten, wo man sich sehr trocken hinsetzen kann. Und wer schon etwas früher aufstehen möchte, kommt da schon vorbei. Und danach geht's los mit Vorträgen, Workshops und auch der Ausstellung. Und dann werden wir Samstagabend natürlich wieder die Tombola haben. Genau. Da gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen. Auch viele Sponsoren haben wieder tolle Preise gestiftet. Wir freuen uns, dass wir die dann an den beiden Tagen, an den Freitag und Samstag verlosen können. Und haben wir irgendwas vergessen, Hauke? Das klingt eigentlich jetzt erstaunlich vollständig. Ich denke auch. Möchtest du noch was zum Kids erzählen? Also, wo wir hier sind. Das Kids ist natürlich, wenn ihr das googelt, das Kids ist ein Hotspot von über 90 Startups. Wenn ihr eine Firma gründen wollt, wenn ihr im EDV-Bereich unterwegs sein sollt, wenn ihr neue Jobs sucht, wenn ihr tolle Ansprechpartner sucht, kommt zum Kids, kommt zu uns. Ihr seid herzlich willkommen, wie bei der Veranstaltung. Kommt vorbei, in Präsenz, auch online. Und, Hauke, habe ich was vergessen? Also online gibt es bloß die Vorträge, aber nicht die Workshops. Also für die Workshops müsst ihr wirklich hier vor Ort sein, um daran teilnehmen zu können. Perfekt, Hauke. Ja, super. Hey!